Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Alvip Bestwin. Wir machen heute die Windäther-Quest hier von Narosh Qual. Ich weiß nicht, ob das eine Serie ist oder eine Einzelquest. Wir werden sehen. Willkommen, willkommen. Ich wollte es schon immer mit einem Flossenlosen sprechen. Wie ist dein Name? Ich bin Naos Qual. Erlwips, es gibt da etwas, das ich dir zeigen muss, Flossenlose. Triff mich westlich der Becken, bitte. Okay. Mache ich doch gerne. So. Das Zeug hier gehört Flossenlosen, nicht wahr? Ich glaube, es ist vor langer Zeit von einem Ding gefallen, das ihr Schiff nennt. Wir Ondo haben nicht viel mit den Flossenlosen zu tun. Aber einmal, es ist schon lange her, ich an Land und konnte mich plötzlich nicht mehr bewegen. Da haben mir Flossenlose geholfen. Deswegen mag ich sie. Und deswegen will ich auch nicht auch mehr über sie lernen, über sie erfahren. Werkzeuge zum Beispiel. Wie benutzt man diese Dinger hier? Narosh Qual scheint ganz fasziniert von der Lebensweise der Flossenlosen. Begutachte mit ihm das versunkene Schiff. Ja, okay. Schauen wir uns die versunkene Fracht einmal an. Ein altes Steuerrad liegt halb im Sand vergraben. Was für ein merkwürdiger Ring aus Holz, richtig? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wozu man das brauchen könnte. Damit steuert man ein Schiff. Schiffe, ja? Große Schachteln, mit denen die Flossenlosen auf der Wasseroberfläche treiben, nicht wahr? Und ohne diesen Ring kann man die Schachtel nicht steuern? Das Leben muss schwer sein ohne Flossen. Okay, dann schauen wir hier die versunkene Fracht an. Haufenweise alte Weinflaschen schlummern auf dem Grund des Meeres. Pff, so zerbrechlich diese Dinge gehen sofort zu Bruch. Sie sind mit irgendetwas gefüllt, aber dieses etwas vergeht sofort in der Strömung. Das sind Trinkgefäße, ich habe davon gehört, dass die Flossenlosen Wasser, Saft und solche Dinge mögen. Aber warum benutzen sie dafür solch zerbrechliche Gefäße? Seltsam. Vielen Dank, Erbe. Dank dir habe ich heute so viel gelernt. Aber eigentlich hatte ich auf einen nützlichen Fund gehofft. Bedauerlich. Naros. Du kannst nicht einfach mit der Flossenlosen verschwinden und sie gänzlich für dich vereinnahmen. Der Laichkönigin geht es schlecht und du hast nur Algengrütze im Kopf. Das ist nicht wahr, ich. Psst, Flossenlose, entschuldige diesen Unsinn. Im Namen unseres Volkes habe ich eine Bitte an dich. Die Ebbe brachte Unheil über die Ondo. Unsere geliebte Laichkönigin, unser aller Mutter, treibt in größter Gefahr. Sie trägt Eier in sich. Bei uns Ondo ist es Sitte, dass die Königin laicht und sich die Männer danach um die Eier kümmern. Gerade herrscht allerdings Ebbe.
Normalerweise laicht die Königin unter Wasser, also ist die momentane Lage für uns alle äußerst gefährlich. Gibt es keine Eier, gibt es keine Ondo. Die Lichtflut hat unsere Heimatstadt zerstört und viele von uns sind gestorben. Wenn die Königin nicht laichen kann, versinkt unsere Zukunft in den Tiefen. Deswegen wollen wir die Flossenlosen um Hilfe bitten. Sie kennen das Land gut. Sogar unsere Königin will mit dir sprechen. Und daher bitte ich dich, in die Becken zurückzukommen. Naros, du kommst auch mit. Hör auf, der Laichkönigin und der Flossenlosen Ärger zu bereiten. Ich wollte der Laichkönigin doch auch helfen. Okay, zurück zum Becken. So, schauen wir mal schon den. Mache ich zwar sowieso nicht, aber dann. Ja. Okay, dann haben wir hier Xerosh-Oan. Wir danken dir, dass du gekommen bist. Erlaube mir, dir unsere Laichkönigin vorzustellen. Flossenlose, ich bin die Herrscherin der Ondo. Tritt näher. Verzeih mir, dass ich dir nicht gegenübertreten kann. Des Leichens wegen verbringen Laichköniginnen ihr ganzes Leben auf bequemen, sicheren Steinen. Wir verlassen unseren Laichplatz nie. Normalerweise laichen wir unter Wasser, umschlossen von den sanften Wogen der Strömung. Nach dieser Ebbe ist aber nur die Hälfte meines Körpers in den Wellen. Daher mache ich mir große Sorgen um meine Eier. Ihr Flossenlosen seid der Grund für diese plötzliche Ebbe. Versteht mich nicht falsch, das ist kein Vorwurf. Allerdings bitte ich um eure Unterstützung, meine Eier wohlbehalten ablegen zu können. Leiht mir euer Laichwissen, das ist alles. Wie bringen die Flossenlosen ihre Eier gesund zur Welt? Xerosh-Oan und alle anderen kümmern sich um sämtliche Belange, also bitte steh ihnen bei allen Problemen und Schwierigkeiten bei. Würdest du das für mich tun, Flossenlose? Ich danke dir von ganzem Herzen. Tiefsten Dank von mir, auch von mir. Die Laichkönigin scheint noch nicht in den Wehen zu liegen. Deswegen bitte ich dich zu warten, bis Naros dich ruft. Erlwib! Psch, warte! Ich muss mit dir sprechen. Bitte, triff mich außerhalb der Becken. Also gut, dann gehen wir wieder nach außerhalb der Becken. Eine Audienz mit der Laichkönigin persönlich ist eine große Ehre, Erbe. Es gibt kaum etwas Wichtigeres für uns, Ondo, als die Eier der Königin. Deswegen will auch ich der Laichkönigin, unserer Mutter,
diese Aufgabe erleichtern. Aus diesem Grund dachte ich an Werkzeuge der Flossenlosen und ob sie uns nicht helfen können. Letztendlich haben wir nichts Brauchbares gefunden, aber die Laichkönigin ist unsere aller Mutter. Ihre Eier sind unsere kleinen Schwester und Brüder. Deswegen will ich alles tun, damit es ihnen und der Königin gut geht. Und ich habe einen guten Einfall. Würdest du mir wohl deine Aufmerksamkeit schenken? Na klar. Ich danke dir, dass du dir Zeit für mich nimmst. Es geht um die Laichkönigin. Die Flossenlose, die mir einst geholfen hat, als ich mich am Festland nicht mehr bewegen konnte, trug auch Eier in sich. Sie sagte mir, dass gesundes Essen fürs Laichen wichtig sei und teilte ihre Speisen mit mir, damit auch ich mich schneller holte. Auch für uns Ondo ist das Laichen sehr anstrengend und jetzt muss es die Laichkönigin auch noch ohne die Hilfe der Strömung tun. Da ist es umso wichtiger, dass sie bei Kräften ist. Deswegen soll die Laichkönigin gesund essen, genau wie es mir die Flossenlose von damals empfohlen hat. Elvib, darf ich dich bitten, einen Miniri nördlich von hier zu bezwingen? Aus ihm erhalten wir eine köstliche, reichhaltige Leber. Wir Ondo lieben Miniri-Lebern. Ich bin noch ein sehr junger Koal und kann daher nicht ohne die Strömung kämpfen. Daher muss ich dich um so eine Miniri-Leber bitten. Na klar. Das ist da weiter hinten. Moment, da gehen wir mal schnell hin. Ja, da haben wir schon so ein Miniri. Also gut, auf geht's. Dich packen wir doch schnell. Okay, und wir gehen zurück. Erwe, bist wieder da. Hast du eine Miniri-Leber? Psch, großartig, Erwe. Es war deine Jagd, also solltest du auch diejenigen sein, die sie zur Laichkönigin bringt. Aber eine Sache musst du wissen. Unsere Mutter nimmt Geschenke nicht direkt an, das ist so Brauch. Bring die Miniri-Leber also stattdessen zu Xerosh Oan. Ich habe es schon von Narosh Koal gehört. Unser ehrenwerter Gast bringt ein Geschenk für die Laichkönigin, richtig? Jo, hier so eine Miniri-Leber. Schmeckt dir bestimmt. Ah, eine köstliche Miniri-Leber. Genau das Richtige für unsere bald leichende Mutter. Wir danken dir von Herzen. Oh, wie köstlich mir die Leber auf der Zunge zergeht. Werte Flossenlose, woher wusstest du nur? Miniri-Lebern sind meine Leibspeise. Die Eier in meinem Bauch sind sicherlich auch ganz begeistert. Ich möchte dir meinen Dank aussprechen. Die Leibspeise der Laichkönigin. Was für ein guter Einfall von Narosh Koal. Allerdings löst das noch nicht das grundlegende Problem der fehlenden Strömung. Ich bitte dich, uns weiterhin zur Seite zu sein.
Bitte teile auch Nadosh Kual mit, sich weiterhin zu bemühen. Hat sich die Laichkönigin gefreut, Alweb? Wie wunderbar. Wenn sie glücklich ist, bin ich es auch. Weibliche Ondo schlüpfen nur sehr selten. Deswegen wertschätzen wir sie besonders. Und die Laichkönigin ist natürlich die wichtigste von allen. Nur sie kann Eier legen und für Nachwuchs sorgen. Deswegen ist die Laichkönigin unser aller Mutter. Es gibt keinen Ondo, der nicht alles für sie tun würde. Xerosh Oan ist auch in größter Sorge um unsere Königin. Daher kommt seine Anspannung. Köstliches Essen beruhigt Geist und Seele. Das ist wichtig für das Leichen. Ich werde unsere Mutter auf meine Art zur Seite stehen. Psst, ist das nicht Xerosh Warnruf? Sag bloß, Flossenlose können unsere Warnrufe gar nicht hören. Auf sie verlassen wir uns, wenn Gefahr droht. Ohne die Strömung sind sie aber nur schwer auszumachen. Irgendetwas muss geschehen sein, sonst würde er sich nicht so verhalten. Lass mich genauer hinhören. Jo. Psst, oh nein, die Laichkönigin liegt in den Wehen. Vermutlich wegen der reichhaltigen Leber von vorhin. Aber sie befindet sich nicht unter Wasser. Es ist zu anstrengend für sie. Xerosh Oan sagt, dass wir uns schnell etwas einfallen lassen müssen, um ihr zu helfen. Ich denke, es ist am besten, wenn wir von einem flossenlosen Weibchen am Festland etwas selbst erfahren, wie man am besten Eier legt. Dafür benötige ich abermals deine Hilfe, Alweb. Ja, warum sagen wir ihnen nicht einfach, dass wir keine Eier legen? Sie ist auch eine Mutter, deswegen werden wir ihr den gebührenden Respekt zollen und Geschenke mitbringen. An der Seelenruh der Landler gibt es wunderschöne rosarote Muschelschalen. Würdest du eine davon aufsammeln? Ich helfe natürlich auch bei der Suche, sobald du eine rosarote Muschelschale hast. Treffen wir uns wieder hier. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ach, da wieder. Okay. Erstmal die Schwimmkrabbe hier besiegen. So, komme ich an die Muschelschale ohne die Antifilme? Ja. Okay, dann zurück. Erwig, bist du fündig geworden? Ja, hab deine rosa-rote Muschelschale. Du hast ein sehr gutes Auge für Muscheln, das muss ich schon sagen. Ein schönes Exemplar und größer als die, die ich gefunden habe. Das flossenlose Weibchen, das mir damals geholfen hat, lebt in einem kleinen Dorf namens Stillwasser. Bringen wir die Geschenke und fragen sie um Rat. So, mal kurz schauen, wo Stillwasser ist. Ah ja. Das ist ja genau. Da kann man hin teleportieren. Da waren wir seit dem Anfang von Stormblood nicht mehr in diesem Ort. So, wo ist sie? Ah ja, hier gleich.
Ach, nee. Erstmal Naroshkoal treffen. Ellips. Ich konnte das flossenlose Weibchen finden. Entschuldigt bitte, Werteste. Ich bin Naroshkoal, der Ondo, dem ihr damals geholfen habt. Erinnert ihr euch an mich? Der kleine Ondo-Junge, der sich verletzt hatte und beinahe an der Küste ausgetrocknet wäre? Ach du meine Güte! Du bist aber groß geworden, mein Lieber. Ein ordentlich kräftiger Ondo. Werteste Flossenlose, ohne dich wäre ich das nie geworden. Und dir gehört mein ewiger Dank. Auch heute komme ich wieder mit einer Bitte, aber zuerst möchten wir dir ein Geschenk überreichen. Du hättest mir doch nichts schenken brauchen, aber sieh sich einer diese wunderschöne Muschel an. Das ist doch viel zu prächtig für eine simple Fischerin wie mich. Hey Mama, ich will auch eine Muschel haben. Psst, was für eine winzige Flossenlose. Kann es sein, dass sie aus einem deiner Eier geschlüpft ist? Aus den Eiern der Flossenlose kommen kleine Weibchen, die schon ganz fertig aussehen. Das ist unglaublich merkwürdig. Das Merkwürdige daran ist, dass dich das überrascht. Also, weshalb kommt ihr denn eigentlich zu mir, hm? Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass die Ondo mit uns Landgängern reden. Ah. Der gigantische fliegende Wal hat die Tiefsee also in diesen Zustand versetzt? Die arme Ondo-Königin, da habt ihr euch ja den besten Zeitpunkt ausgesucht. Halb im Trockenen sitzend fehlt unserer Königin die nötige Kraft. Deswegen sind wir hier, weil wir fragen wollten, wie man am besten ohne Wasser leicht. Verstehe, verstehe. So leicht lässt sich das aber nicht beantworten. Jede Frau hat da andere Bedürfnisse und Vorlieben, wisst ihr? Ich für meinen Teil schwöre auf das Geburtsseil. Das hängt man von der Decke, damit sich die werdende Mutter daran festhalten. Dann damit sich die mir festhalten, ziehen oder hineinhängen kann. Das habe ich noch nie gehört, aber gut. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das alles bei den Ondo funktioniert. Aber warum probiert ihr es nicht aus? Mein Mädchen hier kam auch mit Hilfe eines solchen Seils zur Welt. Verstehe. Ich danke dir für deinen weisen Rat, ehrenwerte Flossenlose. Sicherlich wird das Leichen unserer Königin dadurch erleichtert. Na, aber gerne doch. Egal welchem Volk man angehört, die Geburt ist für jede ist für keine Frau eine leichte Sache. Ich denke an eure Königin und zögernd nicht, jederzeit um Rat zu fragen, wenn ihr noch etwas wissen wollt. Tschüss, Fischi-Onkel! Elbib, vielleicht ist dieses Geburtsseil wirklich die Lösung, nach der wir gesucht haben. Kehren wir fürs Erste in das Becken in die Becken zurück. Gut, zurück ins Ondo-Becken.
Und dann zur Leiche. Halt, falsch, in die Richtung muss ich. Ah. Und dann. Ach so! Wieso spreche ich nicht gleich mit der Leichkönigin? Wieso muss ich erst. Na gut, egal. Wir brauchen ja noch eine Quest. Egal ob Ondo oder Flossenlose, alle freuen sich, wenn Jungen gesund schlüpfen. Wenn meine flossenlose Retterin gute Erfahrung mit dem Geburtsseil gemacht hat, hilft es unserer werdenden Mutter sicherlich auch. Um unserer Königin zu helfen, Alvip, werden wir den Rat der Flossenlosen folgen und ein Geburtsseil knüpfen. Die werte Laichkönigin ist groß, deswegen wohnt ihr viel Kraft inne. Ein normales Seil hält ihr nicht lange stand. Nein, wir brauchen Seeanemonententakel. Sie sind stark und zäh wie unsere Königin selbst. Alvip, an solche Tentakel kommen wir am schnellsten, wenn wir dahin treibende Seeanemonen jagen gehen. Das muss ich leider dir überlassen, aber ich bitte dich für die Laichkönigin. 3 wären perfekt. Und um ein starkes Seil zu knüpfen, brauchen wir viele davon. Ohne Strömung sind die dahintreibenden Seeanemonen nur ausgewachsene Ondo- und Flossenlose gewachsen. Du findest sie nördlich der Becken. Lange wirst du nichts suchen müssen, denke ich. Okay, dann schauen wir mal, wo wir die Seeanemonen finden. Das scheint ja jetzt gar nicht so weit entfernt zu sein. Ist es da schon eine? Nee, ist es nicht. Aber da haben wir doch einen Zielort. Da halten wir jetzt Ausschau nach einer Seeanemone. Und wie auf Bestellung kommt sie auch schon. So, das war Nummer 1. Da hinten ist Nummer 2. Na? Ah, da sehe ich doch schon den Zielort. Okay. Wir halten Ausschau. Und Nummer 3 sehe ich doch gleich hier.
Okay, dann haben wir das. Gehen wir zurück zu Narosh Koal. Wie kommst du voran, Erwe? Hast du Seeanemonen-Tentakel gefunden? Ja, habe ich. Mir fällt ein Felsen vom Herzen. Sie sind stark und elastisch. Genau das, was wir brauchen. Daraus mache ich ein besonders robustes Seil. Hier knüpfen, da knoten. Fertig. Das war schwieriger, als ich erwartet hatte. Meine Schwimmhäute schmerzen. Ich gönne mir nur eine kurze Pause. Dann gehe ich sofort zur Laichkönigin. Übergib das speziell gefertigte Geburtsseil bitte schon an Xeroshoan. Unser ehrenwerter flossenloser Gast, bist du wegen der Laichkönigin hier? Jo, ich hab hier das Seil. Dieses Seil. Ah, ich verstehe. Wenn wir es mit den Felsen über der Königin an den Felsen über der Königin befestigen, kann sie sich daran festhalten. Das setzt sich sofort in die Tat um. Vielleicht gibt dir dieses Seil die nötige Kraft, die sonst die Strömung innehat. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ich sage den anderen Weibchen in der Kammer hinter mir Bescheid, dass sie es aufhängen sollen und erkläre, wie es die Königin zu benutzen hat. Wir wachen über das Ganze von hier aus. Gru meint das Ziehen an mal diesem Seil. Mein ganzer Körper spannt sich endlich an. Ich spüre. Ah! Fast geschafft, meine Königin. Psst, noch einmal festpressen. Ich glaube, Geburt geht bei Fischen anders. Wird nicht. Aber egal, ist ja nur ein Spiel. Es ist eine ganze Weile her, seitdem ich den anderen Weibchen das Seil gab. Ich sorge mich um unsere Königin. Es ist geschafft. Ich konnte laichen. Sowohl mir als auch den Eiern geht es gut. Psst, meine Königin, ich bin ja so erleichtert, das zu hören. Ohne eure Hilfe wäre es niemals so glimpflich gelaufen. Xerosh, Narosh, ihr werdet beide ein besonders kräftiges Ei von mir erhalten. Unsere wackere, flossenlose Helferin auch, als große Ausnahme. Das kann ich unmöglich annehmen. Wie könntest du das ablegen? Ein kräftiges Ei zu erhalten ist die höchste Ehre, die einem Ondo zuteil werden kann. Und was soll ich damit? Bei genauerem Nachdenken ist das wirklich keine gute Idee. Es bedarf schließlich Milch, um das Ei überhaupt erst zu befruchten. Ondorogen gehört letztlich in Ondoflossen, nicht wahr? Frisch geschlüpfte Ondo haben noch keine voll entwickelten Kiemen. Eigentlich müssen die Männchen sie deshalb an Land großziehen, aber dank der Ebbe können sie einfach hier in den Becken bleiben. Das wird das erste Mal sein, dass ich das Großwerden meiner Kinder tatsächlich mit eigenen Augen sehen darf. Das Laichen war zwar anstrengender als unter Wasser, aber letztlich ist alles gut gegangen. Dafür danke ich dir von Herzen, Flossenlose.
Okay, also doch Befruchtung außerhalb. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Narosch. Letztlich half der Königin deine Neugier über die Flossenlosen und deine Freundschaft zu unserem flossenlosen Gast. Dank dir ist das Fortbestehen der Ondo gesichert. Das erste Ei gebührt dir, und du hast mehr als bewiesen, dass du zu einem außerordentlichen Ondo heranwachsen bist. Von nun an darfst du dich Oan nennen. Mit Recht. Jetzt wird es in den Becken wieder lebhaft. Ich ziehe mich jetzt allerdings zurück und gönne mir Ruhe. Kümmert euch gut um meine Eier, ihr baldigen Väter. Elwib, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Lass mich erst einmal zu Sinnen kommen, bitte. Viel besser. Die Königin ist gesund. Ihre Eier sind gesund. Und ich bin nicht nur ein erwachsener Ondo, sondern bald ein Vater. Das alles habe ich dir zu verdanken. Auch über die Flossenlosen will ich noch viel mehr lernen, um das Leben von uns Ondo damit zu erleichtern. Das alles fühlt sich fast wie eine ganz neue Strömung unter meinen Flossen an. Und wenn mein Junges geschlüpft ist, will ich es meiner flossenlosen Retterin und ihrem kleinen Weibchen vorstellen. Vielleicht werden unsere Kinder sogar Freunde. Elwib, dank dir bin ich noch viel begeisterter, was die Kultur von euch Flossenlosen angeht. Auch dafür danke ich dir. Wir werden uns wohl eine Weile nicht begegnen, weil ich mit meinen Pflichten als Vater beschäftigt sein werde. Aber irgendwann sehen wir uns wieder, versprochen. Okay. Dann war's das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.